Ja, zum Beispiel Füllsel, die man leichtfertig hinschreibt, wie zum Beispiel so etwas wie immer mehr oder in der Regel oder am besten, obwohl das gar nicht unbedingt in dieser Situation so exakt stimmen muss. Andere missverständliche Formen sind Synonyme oder Pronomen, weil der Bezug oft nicht klar wird. Das heißt, es ist doch noch besser, die Begriffe zu wiederholen, auch wenn das eigentlich kein guter Stil ist. Dieser Wortbezug ist natürlich besonders wichtig und häufig missverständlich bei Negationen oder auch bei Quantoren, also worauf sich das nicht, die Negation oder der Quantor für alle genau bezieht. Passivsätze, Konstruktionen mit Mann sind auch spezifisch missverständlich, weil das handelnde Subjekt dann oft unter den Tisch fällt, aber häufig auch wichtig ist. Was natürlich hochgradig missverständlich ist, das sind so Sachen wie Ironie und Sarkasmus. Und eine generelle Empfehlung haben wir gesehen, dass man sich lieber besser eher an juristischen Texten als an der Alltagssprache orientiert. Das heißt im Grunde, dass man die eigenen Sichtweisen und Argumente, sozusagen die Glaubenssätze der eigenen Filterblase, ohne Tabu hinterfragt und danach aufgibt, wenn sie überzeugend widerlegt sind. Positive Beispiele dafür sind etwa die Erkenntnis, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist, sondern nur um eine Sonne unter unzähligen kreist, dass Raum und Zeit nicht das sind, was wir dafür halten, wie die Relativitätstheorie zeigt, dass es echten Zufall gibt, siehe Quantenmechanik, dass der Mensch, salopp gesagt, vom Affen abstammt, Evolutionstheorie, dass die Menschen sehr stark durch ihr Unbewusstes gesteuert werden, Psychologie. Negativbeispiel wäre etwa der wissenschaftliche Marxismus-Leninismus, weil er undiskutierbar davon ausgeht, dass die Aussagen von Marx und Lenin wahr sind. Ja, dass die Aussagen von Marx und Lenin unwahr sein könnten, ist ein Tabu. Man könnte meinen, Theologie wäre auch ein Negativbeispiel, aber die Wahrheit der Schriften wird ja nicht unbedingt für theologische Forschung vorausgesetzt. Als besonders negativ wurde jedwede manichäische, tribalistische Weltsicht genannt. Also, wenn die Aufteilung der Welt in Gut und Böse, in Wir und die Anderen, nicht mehr diskutierbar ist, was sich dann auch häufig sprachlich in Begriffspaare niederschlägt im Sinne von Emotive Conjugation. Ein Projekt besteht ja aus einzelnen Tätigkeiten, die auch in Reihenfolgebeziehung stehen können. Das heißt, eine Tätigkeit kann erst dann begonnen werden, wenn die andere beendet ist. Da kann es natürlich auch noch zeitliche Mindest- oder Höchstabstände geben, muss aber nicht. Ein Pfad ist einfach eine Aufeinanderfolge solcher einzelnen Tätigkeiten. Das heißt, die zweite Tätigkeit darf erst nach Beendigung der ersten Tätigkeit begonnen werden, die dritte erst nach Beendigung der zweiten Tätigkeit und so weiter. Ein kritischer Pfad ist einer, der zeitlich so lang ist, dass er sich über die gesamte Projektzeit von Anfang bis Ende erstreckt. Das heißt, wenn es eine Verzögerung auf diesem Pfad gibt, verzögert sich gleich das ganze Projekt. Ein subkritischer Pfad ist etwas kürzer. Das heißt, eine kleine Verzögerung auf einem subkritischen Pfad hat noch keinen Effekt auf die Gesamtzeit, aber weitere Verzögerungen dann doch.